Hallo lieber Judgment-Zocker, in diesem Video kümmern wir uns um zwei Shop-Missionen. Ja, die Shop-Mission braucht man für eine Trophy, für die Kamuro Go Meister Trophy, in welcher man alle Shop- und Stadtmissionen meistern muss. Ich glaube, insgesamt gibt es knapp an die 500 Stück. Ja, es sind, glaube ich, ganz genau 494 Stück. Viele davon sind sehr, sehr gut machbar oder kommen mehr oder weniger automatisch. Einige muss man auch richtig erspielen. Ja, du siehst hier die Übersicht, Shop-Mission. Ja, und dann befinden wir uns jetzt hier im Club Sega im Theater Square. Und wir spielen jetzt hier die beiden Missionen. Also du siehst, es gibt hier insgesamt 23 Stück hier in der Spielehölle. Darts for Fun und Loton. Das möchte ich dir einmal ganz gerne zeigen. Darts for Fun ist total easy und entspannt. Ja, da musst du hier nur alle drei Spielmodi eigentlich abschließen. Ja, du brauchst hierfür insgesamt 600 Yen. Ja, das ist hier natürlich dementsprechend die Währung im Spiel. Und da musst du diese drei verschiedenen Spielmodi einfach starten. Ja, also das ist natürlich ganz, ganz einfach und selbsterklärend. Ja, das sind hier die drei verschiedenen Spielmodi. Das ist jetzt der erste, One oder ja, 01 oder wie immer man möchte. Man wählt hier die Pfeile aus und dann geht es auch schon los. Dann spielst du das Ganze. Zweites hier Standard Cricket. Ja, also das Ergebnis ist hier auch dementsprechend vollkommen egal. Egal wie gut oder wie schlecht du bist. Du wirst dann hier die Mission abschließen. Das dritte hier ist Count-Up. Ja, sind einfach drei verschiedene Spielmodi. Musst du einfach die Darts aufs Board werfen. Da kann rein gar nichts passieren. Dann schließt du das Ganze hier ab im Theater Square. Und das zweite ist Loton. Das ist ein bisschen schwerer. Ja, du siehst hier, wie ich den Cursor bewege. Hab hier diese optimale Trefferzone in der Mitte. Wenn du jetzt keinen Dart spielst, ja, du musst für so ein Loton zwischen 100 und 150 Punkte erzielen in einem Durchgang mit den drei Darts. Ja, ich würde hier persönlich die Triple 20 empfehlen. Du siehst, also die oberen Ringe zählen doppelt und hier diese unteren Ringe, worauf ich mich konzentriere, dreifach. In dem Fall ist das hier die 20. Wenn ihr die triffst, hast du sofort 60. Du siehst, hier oben blinkt es auf. Loton abgeschlossen. Ja, also da musst du zwischen 100 und 150 Punkte erzielen mit den drei Darts. Hier sieht man das Ganze nochmal ganz schön in der Übersicht. Darts for Fun ist auch abgeschlossen. Das war jetzt hier mein dritter Spielmodi. Ich zeige dir das Ganze jetzt hier nochmal in der Übersicht. Ja, hier sind die nach den verschiedenen Regionen. Die Shop-Mission natürlich, du siehst, ich hatte jetzt hier insgesamt 3 von 407. Also wirklich eine Menge. Das Game ist, glaube ich, wirklich riesig. Darts for Fun abgeschlossen und Loton auch. Erreiche zwischen 100 und 150 Punkten hier im Theater Square. Ich werde dir das Ganze jetzt nochmal zeigen. Also wie gesagt, mein Tipp hier einfach auf die Triple 20 konzentrieren. Bestmöglichen Fall die Triple 20 zweimal treffen und dann wirfst du in die 5 oder in die 1, wie auch immer. Das war's auch schon von mir. Für weitere Videos abonniere meinen Kanal. Da wird jetzt eine Menge kommen in den nächsten Wochen für Judgment. Das war's auch schon von mir. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.